geh über das Limit. Mein Können ist so grenzenlos, sie brechen nie meinen Willen. Lass mal die Filme, mach dir nichts vor, guck, ich kann nur noch gewinnen. Jetzt ich geh über das Limit. Moin Jungs, da bin ich mal wieder. Und zwar habe ich heute einen richtig geilen Glitch für euch. Ein Kumpel von mir hat den mir gezeigt. Ich habe keine Ahnung, wo er den hat. Also vielleicht hat er ihn wahrscheinlich bei YouTube gefunden oder vielleicht hat er ihn selber rausgefunden. Ich weiß nicht, wir haben jetzt nicht drüber gesprochen. Er hat es mir nur gezeigt und ich fand es total geil, dass ich sofort ein Video drüber machen musste. Also entweder ist der Glitch uralt oder er ist brandneu. Keine Ahnung, also ich kannte ihn bisher nicht, deswegen muss ich ihn euch zeigen. Alles, was ihr dafür braucht, ist ein Fahrrad. Scheißegal welches. Wir haben es jetzt einfach mit dem BMX-Rad gemacht, aber es geht auch mit den anderen Fahrrädern. Motorrad geht natürlich auch, also alles, was irgendwie zwei Räder hat, wo so der Kopf wahrscheinlich so rausguckt. Wahrscheinlich wird es mit dem Pferd auch gehen, aber ein Pferd gibt es ja nicht. So, ich zeige euch jetzt erstmal die Location, an die ihr hin müsst, und zwar hier auf der Karte. Das ist der komische Skate-Basketballplatz. Ja, so, und da hinten ist so ein Baseballfeld und dann müsst ihr quasi in das Netz reinfahren. Ich zeige euch jetzt gerade mal noch. Jetzt erstmal hier packe ich hier die fetten BMX-Skills raus und dann müsst ihr einfach nur hier in das Netz reinfahren und dann seht ihr schon, was passiert. Okay, das war jetzt nicht so gut. Also wir haben jetzt natürlich mehrere Versuche gemacht. Ich zeige es euch im Hintergrund. Also ihr müsst jetzt nicht unbedingt zwingend einen Anlauf holen. Das funktioniert auch im Stand. Also ihr stellt euch einfach an das Netz hin und springt quasi mit dem Kopf oder mit dem Gesicht voraus in das Netz rein. Und schon backt ihr so komisch rum. Das ist so geil. Mit dem Motorrad hat es natürlich auch geklappt. Und dann haben wir noch was rausgefunden. Wenn hinten am Netz jemand steht und man fährt so mit dem Fahrrad dagegen, dann backt das Fahrrad genauso komisch rum und dann katapultiert er quasi weg. Also ich bin beim Katapult gestorben. Also es ist ja kein richtiger Katapultglitch, also so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist natürlich auch sehr geil gewesen. Schade, dass ich gestorben bin. Also wenn ich es überlebt hätte, wäre es natürlich richtig geil gewesen. Der Zocki, der Felix und der Dave haben mir dabei geholfen. Erstmal Grüße an euch, Servus. Und ich möchte mich nochmal für gestern bedanken, weil es war der Wahnsinn, was wir gestern in der Lobby gemacht haben. Vielen Dank nochmal an alle, die mitgemacht haben. Und ich werde mich bei euch nochmal melden, denn am Wochenende muss ich da nochmal ein bisschen was machen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Ich lasse im Hintergrund, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Video wird, aber auf jeden Fall im Hintergrund lasse ich noch ein paar Gameplay-Szenen laufen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß, ich bin raus. Ciao, ciao. Und ich gehe über das Limit. Mein Können ist so grenzenlos. Ich